Hallo ihr Lieben und willkommen zum ersten Dressurvideo mit der Püppi. Ich habe richtig Spaß mit ihr Dressur zu arbeiten, weil sie sehr schnell lernt und das Ganze richtig gut umsetzt. Und ich muss sagen, es hat sich schon sehr, sehr viel getan. Wir arbeiten derzeit noch stark an ihrer Selbsthaltung und dass sie sich nicht immer so eindreht vorne und immer so einknickt. Also seht das bitte nicht so eng, wenn sie da mal hinter der Senkrechten ist. Das heißt nicht, dass ich Rollkur reite, um Gottes Willen. Ich habe nichts in der Hand in den Zügeln. Aber es fällt ihr eben schwer, sich wirklich selbst zu tragen und daran arbeiten wir jetzt. Nachdem ich sie am langen Zügel ein bisschen warm geritten habe, fange ich dann mit ihr schon an, so ein paar Seitengänge einzubauen, weil genau das, was ihr gerade gesehen habt mit dem Kopfschlagen, das ist ihr großes Problem. Das ist schon viel besser geworden, aber es ist immer noch sehr nervig. Und deshalb ist es bei ihr nicht so einfach so langsam Zügel annehmen, lostraben, geht los. Da zickt sie total rum. Man muss sie echt im Schritt auch erstmal fordern, weil sie ist so ein Pferd, ihr wird schnell langweilig und dann fängt sie an, sich irgendwelche Grütze zu überlegen. So wie jetzt hier in der Ecke gleich. Wer weiß, was sie da gesehen hat? Keine Ahnung. Aber das ist ja alles nicht schlimm. Zwei Runden später ging es dann auch ganz entspannt da vorbei. Und ich mache dann wirklich verschiedene Seitengänge, ob das so ein bisschen Schenkel weichen, Viereck verkleinern, vergrößern oder Schulter herein, wie jetzt hier ist. Einfach ganz verschiedene Sachen, um ihr einfach eine Aufgabe zu geben, dass sie mitdenken muss. Dass das noch nicht alles perfekt wirklich im Gleichgewicht ist und dass sie da vielleicht mal noch ein bisschen rumschwimmt, ist ganz egal. Sie braucht einfach eine Aufgabe und es wird immer sicherer, sie hat immer mehr Balance in sich. Und das Ganze mache ich dann, wie ihr hier seht, auch in der Bahn direkt auf der Mittellinie, um einfach ihr noch mehr zu zeigen, dass sie eben da auch das Gleichgewicht halten muss und gerade bleiben muss. Dann fange ich an, sie ganz locker vorwärts, abwärts zu traben. Da hat sie noch so ein bisschen Probleme, eben vor der Senkrechten zu bleiben. Aber erstmal ist es gut, dass sie sich schön vorwärts, abwärts streckt und im Hals abkippt ab dem Widerrist. Ich fange dann wirklich erstmal auf großen Linien an und reite viel in der Bahn. Also welche Bahnfiguren das dann sind, ist mir auch im Grunde total egal. Hauptsache viel Abwechslung, viele gebogene Linien und weit weg vom Hufschlag, dass sie einfach gleich schön aufmerksam ist, ihr Gleichgewicht selbst halten muss und schön aufmerksam wirklich am Bein ist. Und da kann ich dann gleich überprüfen, ob das alles mit der Hilfengebung stimmt. Wenn ich sie dann langsam ein bisschen aufgenommen habe im Trab, Leichttraben, fange ich dann an, so ein paar ordentliche Hufschlagfiguren zu reiten. Aber auch hier lege ich wieder sehr viel Wert auf gebogene Linien. Ich reite sehr, sehr gerne Schlangenlinie, einfach um diesen Wechsel von Biegung und gerade richten zu haben. Und wenn sie sich hier mal kurz so nach unten streckt, da hat sie mal abgeschnaubt. Das hört man jetzt natürlich im Video nicht. Also nicht wundern, warum sie den Kopf immer mal so runterstreckt. Und was ich auch sehr gerne dann schon mache, ist so leichtes Zirkel verkleinern. Nicht zu klein, aber eben schon mal anfangen. Bevor ich galoppiere, hole ich sie mir erstmal im Aussitzen so ein bisschen mehr ran. Und ihr seht, dass mit der Selbsthaltung, das klappt eigentlich schon ganz gut. Da bin ich schon echt zufrieden. Das hat sich schon sehr gebessert, aber sie ist eben trotzdem noch ein bisschen unruhig in der Anlehnung und muss da einfach noch konstanter werden. Ich versuche sie einfach schön aufs Hinterbein zu kriegen. Sie könnte hinten noch ein bisschen besser durchtreten, aber das kommt dann später. Das leite ich nämlich genau mit solchen Übergängen ein, dass sie da einfach schön kräftig weitertritt und dann auch wieder schön antrabt. Die Hinterhand wird dann später aktiver, das seht ihr dann schön in der Entwicklung der Stunde über. Also das ist einfach was ihr sehr schwer fällt, sich wirklich auf die Hinterhand zu setzen und da wirklich schön Last aufzunehmen. Aber ich mache viele Schritt-Trab-Übergänge und genauso mache ich auch mit Aussitzen dann gerne hier so freie Linien. Das war jetzt nicht so ganz die Mittellinie, aber egal, Hauptsache irgendwie geradeaus. Und auch das mit dem Anhalten, auch wenn sie jetzt hier nicht ganz geschlossen steht, das rechte Bein fehlt ein bisschen hinten, da hätte ich mehr durchtreiben müssen beim Anhalten, aber sie steht ruhig. Das ist schon mal sehr viel wert. Jetzt beim Rückwärtsrichten zuckelt sie mal kurz so ein bisschen, wusste erst nicht, was ich von ihr möchte und drängelt auch erstmal so ein kleines bisschen nach rechts rüber, aber deshalb habe ich sie einfach noch ein paar Tritte mehr zurücktreten lassen, um das gleich zu korrigieren und habe das dann auch gleich nochmal gemacht, um einfach das Ganze ganz in Ruhe beizubringen und zu korrigieren. Wenn ich sie dann schon ein bisschen im Trab-Aussitzen gearbeitet habe, mache ich natürlich die gleichen Seitengänge wie im Schritt, dann auch im Trab. Ihr seht, da schwimmt sie auch mal noch so ein bisschen vom Hufschlag weg. Ihr fällt es immer noch ein bisschen schwer, das gleichmäßig zu halten.
Aber dafür macht man das, ja. Man macht es ja nicht, weil es schon perfekt ist und es so viel Spaß macht, sondern es macht einfach Spaß, das Ganze zu erarbeiten. Und wenn ich das dann ein paar Mal gemacht habe, fange ich dann auch an, sie schon so ein bisschen locker zu galoppieren. Am Anfang ist sie im Galopp immer ziemlich steif, was sie an dem Tag gar nicht gemacht hat. Eigentlich buckelt sie immer so ein bisschen, weil sie da echt nur so ein bisschen klemmig ist und erstmal ein bisschen vorwärts braucht und ein bisschen locker, bis das alles sich so ein bisschen eingelaufen hat bei ihr. Das ging an dem Tag eigentlich recht gut und ich versuche dann einfach auch gar nicht so lange zu galoppieren, sondern das auch wieder gleich viel mit Übergängen zu verbinden. Und ihr seht auch hier so ein bisschen im Mitteltrab kommt die Hinterhand schon mehr raus und sie tritt weiter nach vorne unter den Schwerpunkt. Also das macht mir einfach auch Spaß, das selber mal zu sehen. Wenn man reitet, kriegt man das ja meistens gar nicht so mit, wie sich das alles so entwickelt. Aber wenn ich das jetzt hier auch so sehe, bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir bisher geleistet haben. Und ja, ihr seht auch gleich, ich lasse sie gleich rauskauen. Einfach, das ist auch so ein Stück Arbeit gewesen, dass sie ohne Zügel galoppiert. Das glaubt man gar nicht, dass ihr das so schwer gefallen ist, aber das ist für sie eine echte Aufgabe. Nachdem ich sie im Trab schon gesetzt habe, geht es natürlich in die Paradedisziplin von der Pippi über, in den Galopp. Und ich kann euch sagen, dieser gesetzte Galopp war eine harte Arbeit. Also das, als sie kam, sie ist nur auf der Vorhand gelaufen, ist total auseinandergefallen immer. Ohne Zügel ist sie nur in den Trab ausgefallen, weil sie das nicht halten konnte. Und jetzt ist das mit so weichen Zügeln möglich. Ihr seht, auch wenn sie da mal kurz gleich ausgeht, das fällt ihr eben noch schwer, so gesetzt zu galoppieren, aber das ist schon viel besser geworden und sie kann das besser halten. Deshalb mache ich eben auch viel so Zirkel verkleinern, um das einfach langsam zu erarbeiten, dass sie sich schön setzt. Aber ganz wichtig ist eben auch, das dann wieder rauszureiten und sie an der langen Seite dann wieder galoppieren zu lassen und das einfach wieder zu verlängern, dass es auch nicht immer nur zusammengeschoben wird. Jetzt seht ihr gleich, was noch ein sehr großes Problem von ihr ist. Auch damit zusammenhängt, dass es immer noch ein bisschen schwer für sie ist, den Galopp schön gesetzt zu halten. Und zwar der fliegende Wechsel nach rechts. Nach links klappt der super, seht ihr dann auch später. Den kann man überall in der Bahn reiten, auf der langen Geraden. Aber nach rechts fällt es ihr immer noch schwer. Das klappt mal wieder nicht. Aber ich pariere dann einfach durch zum Schritt und korrigiere das in Ruhe, anstatt da dann irgendwie hektisch zu werden. Und macht dann natürlich auch diese setzenden und versammelten Übungen auch auf der rechten Hand genauso wie auf der linken Hand, weil es einfach für den Parcours extrem wichtig ist, dass sie auf beiden Händen gleich gymnastiziert und gleich geschmeidig ist. Und dann mache ich diese Schlangenlinien, die ich vorher schon im Trab gemacht habe, mache ich auch im Trab gern so, dass ich über die Mittellinie zum Schritt durchpariere, aber hier eben jetzt für den Galopp, weil es einfach eine super Übung ist, um diese Übergänge zu üben, ohne dass da dann irgend so ein Stocken reinkommt, weil dann gleich wieder eine Wendung kommt, ist gleich wieder eine Aufgabe da. Zwischendrin ist aber auch immer wieder wichtig, mal wieder lang, einfach mal wieder ein bisschen am langen Zügel leichten Sitz galoppieren. Das mache ich sehr gerne, auch im Dressursattel. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, weil es nicht so zusammenpasst, aber es ist einfach wichtig, auch mal wieder die Spannung zu lösen, mal kurz entspannen, kurze Verschnaufspause im Schritt und dann geht's weiter mit neuer Kraft. Die Kraft braucht sie nämlich, weil für Springpferde eine sehr wichtige Übung ist, dieses Antreten und wieder Versammeln. Und das war auch ein ganzes Stück Arbeit, ihr das richtig beizubringen. Also hier habe ich es noch nicht ganz so rausgeritten. Das geht noch mehr, sie kann noch mehr antreten. Aber dieses Setzen war sehr, 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 sehr schwer für sie gewesen am Anfang. Und das ist eben im Parcours sehr wichtig, weil es kommen immer Distanzen mal vor, mal zurück. Im Stechen muss es schnell nach vorne und zurückgehen und das muss einfach sitzen und klappen. Und zum Abschluss habe ich dann nochmal die Schlangenlinien mit dem Durchparieren mit 4 Bögen geritten, anstatt vorher mit 3, um einfach auch nochmal die Hand zu wechseln dabei dann am Ende. Und ich finde die Übung einfach super, weil es ist eine schnelle Übung, die Pferde müssen mitdenken und sie müssen einfach schnell bei der Sache sein, gut an den Hilfen stehen, weil es kommt eben wirklich schnell aus der Wendung, sie müssen sofort durchparieren, die Hilfe annehmen, sie müssen gleich wieder kräftig anspringen und aber dabei immer gleich am Zügel sein, weil ja gleich wieder eine Wendung kommt und es geht nicht einfach geradeaus weiter, also ich finde das super.
Und jetzt hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Mir hat sowohl das Reiten als auch das Angucken und Kommentieren super viel Spaß gemacht, weil es einfach toll ist zu sehen und zu fühlen. Andererseits natürlich auch, was sie für Fortschritte macht und wie schön es einfach aussieht. Sie hat so schöne lange Beine und sie kann langsam richtig gut damit umgehen und es sieht einfach schön geschlossen aus, gesetzt aus. Und ich kann euch sagen, Dressurarbeit ist für alle super wichtig und für ein Parcours einfach unerlässlich. Deshalb lege ich da einfach sehr, sehr, sehr viel Wert drauf.